Moria brennt. Es sind Bilder, die die Welt erschüttern. Zurück bleiben Schutt, Asche und ein Versprechen. Nie wieder Moria, heißt es, als das neue Lager gebaut wird. Als erstes Kamerateam überhaupt dürfen wir hier 3 Tage lang drehen. Eines ist schon erstaunlich, wie schnell sie dieses Lager jetzt hier aus dem Boden gestampft haben. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, etwa 1500 Menschen sollen von den griechischen Inseln nach Deutschland geholt werden, einige auch von hier. Nach welchen Kriterien wird da eigentlich entschieden? Wer schafft es auf diese Liste? Es ist früher Morgen, kurz vor der Landung. Schon vom Flugzeug aus kann man es sehen, das neue Lager von Lesbos. Ein zweites Moria nennen es jetzt schon viele, es sei sogar schlimmer als das Lager zuvor. Ich will mir selbst einen Eindruck machen, will rausfinden, wie es den Menschen hier geht. Unsere Anfrage, im Camp zu filmen, aber wurde abgelehnt. Und dass wir hier draußen drehen, wird offenbar auch nicht gerne gesehen. No, go. Was ist denn die Begründung? Okay. Das kann Ihnen der da erklären. Aber Sie sind doch hier verantwortlich. Die Anspannung bei allen scheint extrem groß. Innerhalb nur weniger Tage wurde dieses Hilfslager aufgebaut. Die Angst vor negativen Schlagzeilen und den falschen Bildern ist riesig. Dazu die Sorge vor Corona. Fiebermessen direkt am Eingang. Für Verdachtsfälle und positiv Getestete gibt es einen eigenen abgesperrten Quarantänebereich. Auf einmal dürfen wir dann doch rein. Eine spontane Laune des zuständigen Ministeriumsmitarbeiters. Ich bin ehrlich gesagt total überrascht, dass wir uns jetzt hier reingelassen haben, weil nach allem, was Sie mir bis jetzt gesagt haben, gab es bislang nur eine einzige offizielle Presseführung hier durch das Camp. Mein erster Eindruck überrascht mich. Nichts erinnert an das Chaos des alten Lagers. Auch die Bilder der tausenden Obdachlosen nach dem Brand scheinen weit weg. Und doch ist klar, es könnte kaum einen schlechteren Ort geben. Nirgends Schatten, nirgends Schutz vor Sonne, Regen oder sogar Sturm. Kein fließend Wasser, kaum Strom und null Privatsphäre. Und das Krasse ist ja, dass das hier ein ehemaliger Truppenübungsplatz ist und vor allem die Hilfsorganisationen vermuten, dass hier auch noch Munition liegt. Und wenn man sich jetzt die ganzen Kinder anschaut, die hier spielen, dann fragt man sich wirklich, was da alles passieren kann. Schnell spricht sich rum, dass wir aus Deutschland kommen. Wir werden umringt von Menschen, die uns ihre Unterlagen zeigen wollen. Vor allem von Yasun, unserem Producer, der Farsi und Arabisch spricht, erhoffen sie sich Hilfe. Hier, das ist interessant. Das ist ein Attest aus dem Krankenhaus, das besagt, dass die Krankheit von den Lebensumständen hier kommt. Mein Bruder ist sehr krank. Deutschland hat doch gesagt, dass es Menschen aufnehmen wird, die Hilfe brauchen. Warum nehmen Sie ihn nicht auf? Hier, das sind seine Papiere. Ich merke, die Verunsicherung ist riesig. Jeder hier kennt das Versprechen, aus Deutschland Geflüchtete von den Inseln zu holen. Die große Frage von allen, wen von uns nehmt ihr auf? Also keiner versteht hier, nach welchen Kriterien entschieden wird. Alle haben irgendwelche Papiere, die sie nicht verstehen, die ihnen keiner übersetzt hat. Viele erzählen von ihren kranken Verwandten oder davon, dass sie selber krank sind und haben irgendwie die Hoffnung, dass sie jetzt raus können, weil sie gehört haben, dass Deutschland eben 1500 Migranten aufnehmen wird. Aber wird es eine dieser Familien tatsächlich auf die deutsche Liste schaffen? Wir lernen Ghulam Jafari kennen. Zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern ist er aus Afghanistan geflüchtet. Sie nehmen uns mit in ihr Zelt. Knapp 5 Quadratmeter für 4 Personen, ein paar Matten auf dem Boden und 2 Taschen voller Kleiderspenden und Medikamenten für den kranken Sohn. Alles, was ihnen sonst gehörte, ist in Moria verbrannt. Als wir wach wurden, war das Feuer schon direkt vor unserer Tür. Wir konnten nichts mehr mitnehmen. Wir haben nur noch die Kinder gepackt und das hier, das Wichtigste, unsere Papiere. Da
Das ist alles, was wir noch besitzen. Wie lange sie hier im neuen Lager bleiben sollen, das hat Ghulam und Fatima keiner gesagt. Wir versuchen rauszufinden, was die Papiere bedeuten, die ihnen die Behörden ausgestellt haben. Keiner hat euch also erklärt, was das bedeutet? Wir haben um eine Übersetzung gebeten. Aber sie durften uns nichts sagen. Sie haben diese Papiere bekommen. Ihnen wurde nur gesagt, dass dieser Barcode total wichtig ist, dass Sie darauf aufpassen sollen. Und Sie wissen aber überhaupt nicht, wofür das jetzt wirklich ist. Und die Vermutung ist, dass das tatsächlich jetzt die Dokumente sind, die Ihnen möglicherweise erlauben, die Insel zu verlassen. Wohin auch immer, aber Sie wissen nicht. Kannst du Sie noch mal fragen? Es hat Ihnen wirklich keiner erklärt, was diese Papiere bedeuten? Wir haben überall rumgefragt, hier im Camp, und alle meinten, das könnte ein Hinweis sein, dass wir jetzt einen Pass bekommen. Und seither hoffen wir jeden Tag, dass wir hier weg dürfen. Ob es wirklich klappt, werden wir erst später erfahren. Erst nehmen mich Ghulam und Fatima mit in das alte, abgebrannte Lager von Moria. All burnt down, yeah? Es ist das erste Mal, dass die Familie seit dem Brand wieder hier ist. Der Geruch ist schwer auszuhalten, Überreste verbrannter Tiere, Verwesung überall. Schau mal, die geschmolzenen Wasserflaschen. Es ist irgendwie egal, wie viele Bilder man von diesem Brand schon gesehen hat, aber wenn man dieses Besteck hier findet und das Ganze, diese ganzen Küchenutensilien, dann ist es irgendwie ein komisches Gefühl. Ghulam und Fatima führen mich zu ihrer völlig ausgebrannten Hütte. Noch immer hätten die Kinder Angst und Albträume von der Nacht, erzählt mir Fatima. Und Mohammed, der Sohn, zeigt uns die Bilder vom Brand auf seinem Handy. Das Feuer war gleichzeitig an verschiedenen Stellen im Camp ausgebrochen. Schnell stand fest, jemand muss es absichtlich gelegt haben. Auch die Familie weiß, die mutmaßlichen Brandstifter waren junge Afghanen, deren Asylanträge abgelehnt worden waren. Unser Nachbar hat gegen die Tür getreten. Das Feuer war schon überall. Eine unglaubliche Hitze. Wir sind da raus in den Wald. Wir hatten furchtbare Angst, dass alle sterben. Und dann findet die fünfjährige Baha mitten in der Asche doch noch etwas, das ihr gehört. Zwei verbrannte Murmeln. Es ist das Einzige, was ihr aus ihrem alten Leben geblieben ist. Und während über dem abgebrannten Lager von Moria die Sonne untergeht, frage ich mich, welche Spuren all das wohl hinterlässt. Das Leben in permanenter Unsicherheit und dass auch Eltern ihren Kindern keine Antwort geben können, was der nächste Tag wohl bringt. Zurück im Camp der Morgen danach. Heute Abend soll eine Fähre über 800 MigrantInnen von Lesbos aufs Festland bringen. Wir treffen Spiros Hagabimana von der griechischen Einwanderungsbehörde. Von ihm wollen wir wissen, ob Ghulam, Fatima und die Kinder dabei sind. Wir sind dabei, die Menschen zu informieren. Unsere Leute hier arbeiten jeden Tag daran. Aber mir wäre lieber gewesen, Deutschland hätte einfach still und leise die Leute hier von der Insel geholt. Diese große Ankündigung macht uns sehr viele Probleme. Es führt zu Hoffnungen, die wir nicht erfüllen können, und zu neuen Fluchtwellen. Es gibt sogar Leute, die extra vom Festland wieder nach Lesbos zurückkommen, nur um es auf die deutsche Liste zu schaffen. Mir wird klar, über das deutsche Hilfsversprechen, die Geflüchteten von der Insel zu holen, hat sich niemand der Verantwortlichen hier gefreut. Gut gemeint sei das zwar, im Lager aber verstärke es vor allem die Spannungen. Dass die Menschen so spät informiert werden, sei deshalb auch eine Sicherheitsmaßnahme, erklärt uns Spiros noch. Man wolle Übergriffe durch andere, abgelehnte und enttäuschte CampbewohnerInnen verhindern.
Okay, ich bin einen Schritt weiter. Es gibt diese Liste tatsächlich. Er hat die Liste auf seinem Telefon mit allen Namen drauf, aber er kann sie uns nicht zeigen. Und ob unsere Familie drauf ist, wissen wir immer noch nicht genau. Ich versuche es also weiter. Astrid Castellin leitet das Flüchtlingshilfswerk auf Lesbos. Hier in diesem Zelt, erzählt sie mir, sitzen sie und das Team seit Tagen, um an der Liste für Deutschland zu arbeiten. Familien vor allem werden gesucht, deren Asylantrag schon anerkannt ist. Alleinreisende Männer dagegen haben kaum eine Chance. Stehen denn alle 1553 Namen auf der Liste inzwischen fest? Die meisten auf der Liste kommen hier von Lesbos. Wir machen heute nur noch die Feinabstimmung. Und muss Deutschland an dieser Auswahl noch zustimmen? Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt aus Deutschland noch mal eine Delegation für Befragungen. Die Namen darf uns auch Astrid Castellin nicht verraten. Dass sie die Kriterien aber nicht immer ganz nachvollziehbar findet, das wird deutlich. Ich denke, es wäre wichtig, dass wir diejenigen priorisieren, die den meisten Schutz brauchen, unabhängig davon, ob es Familien sind oder auch alleinreisende Frauen oder Männer. Als ich mir diese Männer anschaue, frage ich mich, ob sie das alles auch wissen. Dass sie eigentlich keine Chance haben, es auf irgendeine Liste zu schaffen, weil sie das Pech haben, allein zu sein ohne Familie. Und ich frage mich auch, zu welchen Spannungen das alles hier noch führen wird. Es ist kurz nach 11 Uhr mittags, als wir doch noch eine Familie finden. Da sind wir. Stehen die auf der Liste? Abdel Nasir und Radife Nusrat mit ihren beiden Kindern. Auch sie aus Afghanistan. Seit mehr als 2 Jahren ist die Familie auf der Flucht. Den Reis hatte Radife extra heute früh noch eingeweicht, um ihn heute Abend zu kochen. Jetzt wird er das Abschiedsgeschenk für den Nachbarn. Sie sind heute Morgen um 9 Uhr informiert worden, dass ihre Sachen packen sollen, dass sie um 1 Uhr hier abgeholt werden. Aber es hat ihnen keiner gesagt, wo sie hingebracht werden oder wie es jetzt weitergeht. Was glaubt ihr denn, wo es hingeht? Vielleicht bringen sie uns nach Athen, aber wir wissen es nicht. Und wo wollt ihr hin? Wir hoffen, wir kommen am Ende nach Deutschland. Dann heißt es Abschied nehmen. Der Albtraum Moria hat sie zusammengeschweißt. Jetzt trennen sich ihre Wege. Spannungen oder Missgunst erlebe ich hier nicht. Stattdessen Freude und Erleichterung, dass es zumindest die Nachbarn nach 9 Monaten endlich von der Insel schaffen. Es ist eine schlimme Zeit hier für uns. Meine Kinder sind krank. Was für ein Glück, dass wenigstens sie gehen können. Ich freue mich so für euch, dass ihr hier wegkommt. Hey! Zufällig kommt in dem Moment auch Ghulam vorbei. Gibt es irgendwas Neues? Nothing? Nein, ich habe nichts gehört. Das ist irgendwie auch krass, wenn man so ein bisschen mitgefiebert hat mit denen und jetzt irgendwie klar ist, dass sie hier bleiben müssen. Und während Ghulam zurückbleiben muss, machen sich Abdel Nasir, Radife und die Kinder auf den Weg zur Fähre. Auch die Nachbarn helfen beim Tragen. Wir sind so froh, dass wir hier weg dürfen. Und auch wir müssen uns hier verabschieden. Zum Bus dürfen wir nicht mit und auch am Hafen keine Erlaubnis mehr zum Dreh. Es bleibt nur ein letztes Winken aus der Ferne und eine Nachricht, die uns Abdel Nasir am frühen Morgen vom Handy schickt. Guten Morgen. Es ist 6 Uhr. Und wir wissen jetzt zumindest, sie bringen uns erstmal in die Nähe von Athen.